Geschichte der Ukraine durch den Blickwinkel der Frauen. Wie gesagt, ich werde kurz einen Abriss geben über die Geschichte, aber ich nehme an, dass Sie schon einiges auch gehört haben, daher nicht so tief. Und dann gebe ich ein paar Beispiele der Frauenschicksale und dann sehen wir gemeinsam, was ist mit diesen, was macht eigentlich Geschichte mit den Frauen. Also die Ukraine war bereits nach dem Ersten Weltkrieg kurz unabhängig, das heißt 1918 bis 22. Hatten wir auch in Berlin hier zum Beispiel eine ukrainische Botschaft, die stand gegenüber dem heutigen Hauptbahnhof. Wenn Sie sich mal gefragt haben, warum die schweizerische Botschaft da so alleine steht, da war mal ein Botschaftsviertel und war unter anderem auch die ukrainische Botschaft. Ja, also die Ukraine war kurz eben unabhängig und dann wurde es, also nicht die gesamte Ukraine, aber ein Teil der Sowjetunion. Und jetzt gehe ich durch so ganz markante Geschichten. Sie haben vielleicht schon gehört, in den 30er Jahren wurde durch eine künstlich geschaffene Politik der Einsammlung von Getreide die Hungersnot ja künstlich eben gemacht. Das heißt, mehrere Millionen Menschen, also wir gehen davon aus, dass zwischen 3 und 6 Millionen Menschen gestorben sind, fast auf dem gesamten Territorium der Ukraine, außer der Westukraine. Weil das war ja damals nicht sowjetisch. Ne? Was hat es mit uns gemacht? Also das heißt, dass es ein sehr großer Trauma für alle Ukrainer ist. Das heißt auch, dass die Chancen eigentlich geboren zu sein, weil sehr, naja, sehr niedrig lagen. Also in meiner Familie ist keiner gestorben, aber mein Opa ist fast gestorben und wurde gerettet. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, wo Menschen eben in der Hungersnot umgekommen sind und was natürlich also sehr große Trauma hinterlässt. Wir haben in den 30er Jahren dann große Repression seitens dem sowjetischen Regime an der ukrainischen Intelligenz. 37 werden ukrainische Dichter, Philosophen und Schriftsteller ermordet. In einem Jahr aus 260 Schriftsteller sind 230 erschossen worden. Und unter anderem auch deswegen kennen wir hier vielleicht nicht so viele von Ihnen oder kannten es davor. Den Zweiten Weltkrieg, das brauche ich nicht zu erklären, da war die Ukraine komplett okkupiert. Viele Tausende, so 17.000 Dörfer wurden zerstört, Städte wurden zerstört. Wichtig, was hier nicht immer verstanden wird, vielleicht, es haben 5 Millionen ukrainische Soldaten in der Roten Armee gekämpft. Also das wissen irgendwie nicht alle. Also meine beiden Opis waren in der Roten Armee und Omi, die andere Omi war noch zu jung. Weil wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht und die Ukraine, ich erinnere mich, als ich nach Deutschland kam, ein paar Jahre später habe ich einen Wikipedia-Artikel gelesen über, also auf Deutsch, Zweiter Weltkrieg ohne Ukraine und es ging dann nur um Kollaboration. Und das natürlich, Kollaboration gab es, aber im Verhältnis zu der Anzahl von Menschen, die in der Roten Armee waren, ist es einfach unverhältnismäßig. Also es gab vielleicht 50.000 Menschen, die kollaboriert haben, auch politisch, klar, ne? Wie in allen anderen 14 europäischen Ländern. Aber eben auch 5 Millionen Menschen, die in der Roten Armee waren. Und ja, in den 60er Jahren haben wir weitere politische Verfolgung von allem Ukrainischen. Wir haben Dissidentenbewegung, die versucht, mit gewaltlosen Mitteln gegen diese Verfolgung anzugehen, versucht auch Bücher zu produzieren, auf Ukrainisch zu sprechen, was nie so richtig ja eigentlich populär war. In meiner Familie war es zum Beispiel so, dass mein Opi, also beide Opis sind ukrainischsprachig und ich bin russischsprachig aufgewachsen, obwohl ich aus Tschernowitz komme. Aber ja, es war so unpopulär und so halb verboten und so eigentlich, ja, dass in meiner Familie russisch gesprochen wurde und nicht, natürlich können wir alle beides, ne? Also wir wachsen mit zwei Sprachen auf. Und ich wurde dann ukrainischsprachig, als ich
2000, also beziehungsweise aktiv ukrainisch war, als ich 2005 nach Berlin kam und alle haben gesagt, du kommst aus Russland. Ich sage, nee, ich komme aus der Ukraine. Und sofort wird man ukrainisch sprechen. Ja, die Tragödie von Tschernobyl war auch auf dem Territorium der Ukraine 86, wo viele auch Liquidatoren waren, wo viele Familien auch ihre Mitglieder verloren haben. Wir haben insgesamt drei Revolutionen gehabt seit den 90er Jahren in der Ukraine. Das ist zum einen die Revolution auf Granit. Das ist die studentische Revolution von 1990, als Studenten gegen den neuen sowjetischen Vertrag protestiert haben. Das bedarf eigentlich einer eigenen Vorlesung, aber ich kann nur sagen, es waren über 200 Menschen und sie haben gehungert. Ist keiner gestorben dabei. Und sie waren erfolgreich. Sie konnten tatsächlich ihre Forderungen erreichen, dass Mitglieder der ukrainischen sowjetischen Regierung sind zurückgetreten und es keinen neuen Vertrag gab. Also die Unabhängigkeit, die dann die Ukraine 91 gelang, war, also manche sagen, es ist der Ukraine in den Schoß gefallen und das stimmt einfach nicht, weil wir über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg mit verschiedenen Mitteln dafür gekämpft haben. 2004, das wissen Sie schon, gab es Orangene Revolution. Da war ich noch sogar in Kiew und war auch auf dem Platz. Genau, ja. Da ging es darum, dass es einen Betrug gab in den Wahlen und der Janukowitsch, der dann durch den Betrug quasi als Präsident proklamiert wurde, kein rechtsmäßiger Präsident wäre. Und wir waren auf der Straße, war kalt, irgendwie sind alle Revolutionen im November, war sehr kalt, so 21., 22. November bis dann Dezember. Und wir haben es geschafft, wir haben es friedlich geschafft tatsächlich, obwohl es auch lange unklar war, ob die schießen oder nicht, also ob Polizei schießt, dass Janukowitsch abgesetzt wurde und Juschenko, der eigentlich gewählt wurde, dann zum Präsidenten erklärt wurde. Euromaidan kommt dann also zum einen aus dem Anlass, dass das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschrieben wurde, schon von Janukowitsch. Ne? Aber das ist nur der Anlass. Die eigentliche Situation ist, dass wir haben ja wieder Janukowitsch an der Macht. Das ist ja auch ganz interessant. Leute gehen wählen und die Wahlen sind demokratisch in der Ukraine. Ne? Obwohl der Typ gelogen hat, wurde er gewählt dann. Ne? Es ist für mich ist total faszinierend. Dieses Land ist total faszinierend. Der eigentliche Anlass war, dass das Land, dass es keinen Rechtsstaat gab. Dass man einfach bei der Polizei, einfach wenn man bei der Polizei verhaftet wird, dann weiß man, man kann gefoltert werden. Es gab, also so haben Menschenrechtler gezählt, bis zu 1 Million sogar Fälle von Folterungen in diesen Jahren, wo Janukowitsch an der Macht war. Und das war eigentlich der eigentliche Anlass. Der Anlass war einfach, dass Menschen nicht mehr wollten, unter Angst zu leben. Also klar, die EU ist uns total wichtig, aber Menschen sind auf die Straße gegangen, als ihre Söhne und Töchter von der Polizei geschlagen wurden. Also am Anfang, es gab ja mehrere Wellen und bei der ersten Welle ging es noch um den EU-Abkommen und dann ging es aber eigentlich darum, dass Polizei Leute schlägt, die auf die Straße gehen. Und da wissen Sie, das ist leider auch mit Tötungen ausgegangen. Aber ja. Wir konnten es erreichen, dass Janukowitsch abgesetzt wird. Ende Februar 2014 kommen ja tatsächlich russische Truppen auf die Krim. Die waren schon vorher da, aber die eigentliche Besatzung wird dann im Februar findet im Februar statt. Und das hat vor kurzem übrigens, fand ich ganz spannend, der Europäische Menschenrechtshof bestätigt, dass es russische Truppen spätestens seit April, Mai 2014 in der Ostukraine gab. Also daher schreibe ich ja auch ganz klar, es ist russischer Krieg, der seit 2014 geht. Und
Also viele, die sagen, ja, der Krieg, der 2022 angefangen hat, ich verstehe das natürlich, aber wir haben den Krieg im Land schon seit 2014, das ist ein russischer Krieg. Und wir haben die flächendeckende russische Invasion. So, das ist zum einen. Jetzt haben wir so, das sind unterschiedliche Stationen, ein bisschen überflogen. Jetzt kommen wir zu Frauenbiografien. Die erste Biografie, die ich Ihnen vorstellen möchte, das Bild ist nicht so gut. Ich habe leider kein besseres, es gibt kein besseres Bild. Das ist jemand, der mit Berlin verbunden ist, tatsächlich. Und zwar heißt sie Hanna Konechna. Die ist, wie Sie sehen, 1896 geboren und sie wuchs in Przemyśl auf in einer ukrainischen Familie, hat dort ukrainisches Gymnasium besucht und zieht 1916 nach Berlin. Das ist auch ganz spannend. Manche ukrainische Familien, für sie war das natürlich, also dieses die Bildung der Kinder sehr wichtig. Also sie ist, sehen wir, na, sie ist 96 1906, also sie ist 20, ne? Und sie zieht nach Berlin, studiert hier und arbeitet tatsächlich an der Humboldt-Universität. Also hieß damals die Friedrich-Wilhelms-Universität. Sie arbeitet am Institut für Lautforschung und nimmt ukrainische Dialekte auf, bleibt auch ganz, ganz lange, bis 1944. Zwischen den beiden Weltkriegen gab es noch, ich habe Ihnen schon erzählt, es gab die ukrainische Botschaft. Na, es gab auch andere Einrichtungen, es gab auch das Ukrainische Wissenschaftliche Institut, da wo heute die Landesbibliothek ist. Und sie gibt tatsächlich deutsch-ukrainische Wörterbücher aus. Ich habe das heute mitgebracht. Warum das interessant ist und wichtig? Weil um miteinander zu reden, braucht man Wörter. Und es gab keine Wörterbücher, also keine deutsch-ukrainischen Wörterbücher. Also sie leistet als Linguistin eine Pionierarbeit und Sie können sich vorstellen, was das heißt in damals, wo Frauen erst dann anfangen dürfen zu studieren. Genau, ich habe das die ist auch für Sie. So, dann können Sie das. Sie zieht um dann Ende des Zweiten Weltkrieges nach München und promoviert dort auch und bleibt auch dort und unterrichtet dort und ist eine der, ja, sie ist eigentlich eine der, so, sie hat die Basis gestellt für die Linguistik, für ukrainische Linguistik in Deutschland. Es ist eine ganz, ganz wichtige Person für uns, über die wir leider nicht so viel kennen, aber wissen, aber trotzdem, da ich mich in meiner Doktorarbeit mit eben, das sind die ukrainischen Frauen, mit denen ich mich beschäftige. Genau. Die anderen wären dann mehr Ukraine, also mehr aus Ukraine kommen, aber ja, also wir hatten hier in Deutschland auch eben ukrainische Intellektuelle, die hier gelebt haben. Das sind nochmal die Beispiele. Was interessant ist, diese Lautforschung kann man bis heute noch, die ist noch gar nicht erforscht, kann man bis heute noch finden, auch an der HU. Und diese Dialekte, die sie da aufgenommen hat, aus ganz verschiedenen Teilen von Zakarpattia und von Huzulen, warten noch auf die Erforschung. Die zweite Person, die ich Ihnen vorstellen möchte, war tatsächlich auch in Deutschland, aber aus einem traurigen Anlass. Also sie heißt Paraska Plitka-Horezwit und es ist eine Fotografin. Sie sehen, wir sind jetzt hier, wir bewegen jetzt fort im 20. Jahrhundert. Sie ist 27 geboren. Sie wächst in Krivorivne auf. Heute ist Westukraine übrigens. Ihre Bilder sind gerade hier, wenn die Ausstellung noch nicht vorbei ist, in Berlin. Können wir nochmal nachschauen. Besucht dort Grundschule, hat Bildung zu Hause. Wird 43 zur NS-Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt, tatsächlich. Und dann passiert, das zeigt uns vielleicht nochmal, was heißt es eigentlich, diese ganzen Verfolgungen von Menschen. Sie kommt zurück sie kommt zurück und wird eben als Kollaborateurin bezeichnet von einem stalinistischen Regime. Es ist ganz, ganz vielen ehemaligen NS-Zwangsarbeiterin so gegangen, dass sie kommt zurück und sie wird dann erstmal für 10 Jahre nach Sibirien verbannt, kommt 54 zurück, arbeitet in der Försterei und was dann passiert, Menschen im Dorf begegnen ihr mit Misstrauen.
Mit totalem Misstrauen, weil es kommt eine Person, die war erst mal in Deutschland und dann war sie noch als Feindin des Volkes in Sibirien. Sie lebt ziemlich abgeschieden, aber ich zeige sie nochmal. Was sie dann macht, sie lernt autodidaktisch fotografieren. Also ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, aber sie abonniert Zeitschriften und lernt das selbst. Sie richtet sich so, das für mich ist natürlich ganz interessant, weil ich bin sehr Fotograf, Dunkelkammer ein. Und ihre Fotos sind einfach, und durch diese Fotos kommen sie den Bewohnern näher. Also am Ende gibt es ein Vertrauen, am Ende erstellt sie ein kleines, wie ein Archiv vom Dorfleben. Und dieses Archiv, weil natürlich kennen wir kennen ja uns selber nicht. Ne? Also woher soll ich wissen, wie Dörfer in der Westukraine ausgesehen haben in den hier 50er Jahren? Und das sind nur Auszüge. Sie wurde erst vor kurzem tatsächlich entdeckt. Sie sehen ja, die haben da die Qualität ist auch, sind natürlich nicht, sind ja alles analoge Filme. Vor ein paar Jahren entdeckt bei ihr unter dem Bett diese Boxen mit Filmen, die dann alle belichtet wurden, so ein bisschen wie Vivian Maier, diese Geschichte. Ne? Ich weiß nicht, wie Sie kennen, auch so, ne? Diese Fotografin, die nie jemandem gesagt hat, dass sie Schätze hat und am Ende ist es. Und oder wurde jetzt auch in ein Band aufgenommen von World Photographies, World Female Photographies, was jetzt in diesem Jahr auch erschienen ist. Also, und wir können noch mal googeln, aber ihre Bilder waren noch bis vor kurzem in Berlin ausgestellt, bei einer Ausstellung. Also eine ganz interessante Person. Na, wir sehen jetzt, was Geschichte, was diese Verbannung auch, was macht es mit einem? Also sie stand auch im Briefwechsel mit vielen Intellektuellen, mit der Tochter von Gandhi und mit anderen und ist dann 98 gestorben und ihre Bilder wurden erst dann im 21. Jahrhundert entdeckt, also eigentlich erst so 2018. Das können wir, also Oder kann man es googeln einfach? ja, wir können, lass uns das tatsächlich nachschauen, weil das interessiert mich auch. Vielleicht, also wenn wir jetzt hier Paraska Plitka Hora Zwid Berlin eingeben, ich meine, sie war in der Zionskirche, aber ich weiß es nicht genau, weil ich habe es leider. Ah, das erste, hier kommt das erste tatsächlich, ich habe einen kurzen Text über sie geschrieben und das kommt bei der Ukraine verstehen als erstes, sehe ich gerade, wenn man sie eingibt. Man muss Ausstellung eingeben, irgendwie. Ich finde es gerade nicht. Ja? Ja. Ja, Zionskirche. Und bis wann? Moment. Ah ja, also Ja. das ist gut. 7. Januar 2023 war das Ende. Okay, es war gerade da. Naja, aber. Kommt vielleicht noch. So, dann noch vielleicht ein paar Beispiele. Jetzt sind wir schon, jetzt geht es schon eher um die 60er Jahre, weil wir haben jetzt hier Ludmila Semikina, die in der Dissidentenbewegung sehr aktiv war in der Ukraine. Was heißt Dissidentenbewegung? Das heißt, Menschen versucht haben, mit gewaltlosen Mitteln eben über das Ukrainische zu erzählen. Also wenn wir das jetzt sehr vereinfacht darstellen. Was sie gemacht hat, also sie ist in Mykolaiv geboren, also heute Südukraine, hat Kunst in Odessa und Kiew studiert, war Mitglied des Verbandes der Künstler und setzt sich dann nach dem eben Zweiten Weltkrieg gegen die politische Verfolgung von ihren Kolleginnen ein. Unterschreibt dann sogenannten, es gab so einen Brief, der sich gegen politische Verfolgung wandte. Also es gab viele Briefe, aber dieser ist sehr bekannt. Und dafür wird sie aus dem Verband der Künstler ausgeschlossen. Ihre Werke werden vernichtet. Und was heißt das für eine Person wie sie? Das heißt einfach, dass sie Arbeit verliert. Ne? Sie verliert Geld. Also man kann, sie kann kein Geld verdienen. Also entweder macht sie jetzt also sie ist ja eine studierte Künstlerin. Ne? Da macht sie eine unqualifizierte Arbeit oder ja, sie ist am Rande des, ja, oder sie hungert nicht, aber ja, Existenzminimum, genau. Und das ist, das kennen wir auch
Hier in der DDR, also in dem Teil von Deutschland, wo DDR war, gab es auch solche Beispiele, aber das ist so ein Beispiel von einer Person, die aber trotzdem bei ihrer Haltung blieb. Und was sie gemacht hat, ich habe hier ein paar Bilder eingeführt. Sie hat zum einen gemalt und zum anderen hat sie Kostüme für, das ist jetzt ihre Skizze für ein Kostüm, kreiert für ukrainische Filme. Und sie hat Mosaiken gemacht. Also diese Mosaik, wo der Dichter tatsächlich Schewtschenko drauf ist, wurde zerstört. Und auch andere Mosaiken von ihr, also mit dem Ukraine-Bezug, wurden ebenfalls zerstört. Ich habe sie tatsächlich kennengelernt. Noch 2019 war ich bei ihr in ihrem Kunstatelier. Eine sehr starke Person von einem sehr, wie so Geist, von einem sehr hohen auch Geist. Einer, ja, genau. Ja, mit deiner Ausstrahlung und also ja, ich hier noch, ja. Genau. Und jetzt sind wir schon in den 90ern angekommen. Da wollte ich Ihnen kurz über Solomija Pawlitschko erzählen. Solomija Pawlitschko ist 58 geboren. Jetzt sind wir jetzt in der Westukraine und sie wächst in der Familie des ukrainischen Dichters Dmytro Pawlitschko auf. Das heißt, wir haben jetzt Menschen, das ist schon diese zweite Generation. Na, Dmytro Pawlitschko ist ukrainischer Dichter. Wir können uns vorstellen, was das heißt, im 20. Jahrhundert ein ukrainischer Dichter zu sein. Und das ist jetzt seine Tochter. Und diese Tochter, die er sehr, also er hat sehr viel auch investiert in ihre Bildung, beziehungsweise er hat sie auch sehr gefordert. Sie wird zu einem der wichtigsten feministischen Vorbilder für in der ukrainischen Literatur. Also ich habe jetzt hier ein Buch von ihr mitgebracht, was sie gemacht hat. Also es gibt auch Texte hier auf Englisch tatsächlich. Also was sie gemacht hat, sie hat über Literaturwissenschaft, sie ist Literaturwissenschaftlerin, versucht, feministische Themen überhaupt in die Gesellschaft zu bringen. Und das war unglaublich schwer, weil in den 90er Jahren gab es nur gar keine richtige, also es gab natürlich Frauenverbände, aber sie haben sich nicht mit feministischen Themen beschäftigt. Und das ist eine der Personen, die das gemacht hat. Und Sie sehen schon, ne? Sie nahm an dieser Revolution auf Granit teil, 1990, sie war damals Studentin und gründete einen Verlag für feministische Literatur. Und diesen Verlag gibt es bis heute. Leider ist sie sehr, sehr früh verstorben. Also hier zum Beispiel, ja, Kanon der Klassiker als Feld von Genderkampf. Nun, das hier, wann? 2002. Das ist Wahnsinn eigentlich für die Ukraine, also diese Person. Sie hat leider einen Unfall. Sie hat ja gebadet und ist am 31. Dezember 99 erstickt am Gas. Ja, ein großer Verlust. Und ihre Tochter macht diesen Verlag auch, führt ihn weiter. Und es ist immer noch für uns alle eigentlich ein großer ja, Vorbild in feministischen Themen so und auch genau hier kann man im Inhalt sehen, da gibt es manchmal auch englischsprachige, leider habe ich sie nicht auf Englisch gefunden. Aha, ein paar Bücher von ihr, Feminismus, ausländische Literatur, intellektuelle Provokation, Diskurs des Modernismus, Sexualität und Orientalismus. Genau. Ja. Und noch eine Frau, bevor wir jetzt in die Gegend, also wir sind schon in der Gegenwart gelangt, Tatjana Isajewa. Tatjana Isajewa kommt aus Kharkiv in der Ostukraine und sie hat dort auch studiert, zunächst was anderes und dann aber auch viele Fortbildungen auch zum Gender gemacht und sie gründet das erste Gender-Museum in der Ukraine. Was heißt das? Das ist zunächst so ein kleines eigentlich Zimmer, wo sie alles sammelt, was mit Feminismus und mit Gender-Geschichte in der Ukraine zu tun hat. Und natürlich, weil Frauen brauchen Räume, das wissen wir hier nur zu gut, weil wir in Beginne sind. Und diese Räume schaffen dann Frauen in der Ukraine selber.
Dieses Zentrum wird dann zu einem Gender Culture Center und sie forscht immer noch über Gender und macht pädagogische Projekte. Und 2022 ist sie nach Wien geflogen und setzt ihre Arbeit fort. So sah es ganz am Anfang aus. Das sind alles so Frauen, die selbst ja, gestalten. Ne? Genau. Jetzt wollte ich Ihnen noch ganz kurz erzählen, was eigentlich mit Frauen nach 2014, nach 2022 auch passiert ist, was in dieser Sparte in der Ukraine passiert ist. 2014 beginnt der russische Krieg. Viele Frauen, also es gab schon Frauen in der Armee, viele Frauen ziehen auch in die Armee ein. Und dann gibt es ein Projekt Invisible Battalion. Jetzt sind es natürlich, es sind auch noch ganz andere Entwicklungen gewesen, aber es sind so die wichtigsten meiner Meinung nach. Das Projekt wird von Frauen durchgeführt, die entweder gekämpft haben oder Soziologieforscherinnen sind. Und was stellt das Projekt fest? Dass die Frauen in der Armee zwar in den vordersten Bereichen kämpfen, aber die Gesetzgebung hinkt total nach. Also wenn wir dann darüber dann genauer nachdenken, dann könnte zum Beispiel eine Sniperin nur als Köchin eingestellt werden, also aufgelistet werden. Und das heißt natürlich Rente, keine, ne, also, oder Bezahlung oder auch Veteranenstatus und so weiter. Und weißt du, dann machen sie, starten eine große Kampagne zu eben Gleichstellung von Frauen und Männern in der Armee, zu gesetzlichen ist man Gleichstellung. Na, ist klar, dass es noch Sexismus gibt. Es gibt noch immer noch sehr viel Sexismus. Aber sie schaffen es tatsächlich. 3 Jahre später gibt es ein Gesetz über die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Armee. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir auch, zum Beispiel haben wir 2018 die erste Frau Generalin. Also es ist jetzt gerade sehr militär gezogen, aber für uns natürlich ein Land, was im Krieg sich befindet, sehr wichtig ist. Weitere wichtige Entwicklungen 2016, also ein Jahr vor der MeToo-Bewegung, gibt es eine Kampagne, ich habe Angst, ich habe keine Angst zu sagen, Jane Bojus Kasate, und zwar erzählen dort Frauen über ihre Geschichten der sexuellen Übergriffe, die sie erfahren mussten. Also das, was wir hier als MeToo kennen, was 2017 kommt, also ein Jahr später, war in der Ukraine 2016. Also es gibt mehrere wichtige öffentliche Kampagnen und auch im Zuge der Frauenbewegung, des Drucks auf die Gesetzgebung der Zivilgesellschaft, wird endlich mal das Gesetz über verbotene Berufe abgeschafft. Es gab in der Ukraine 450 verbotene Berufe für Frauen. Na, das heißt, dass, so wie kann man das verstehen? Also das heißt, einerseits sagt der Staat, ja, wir kümmern uns um Frauen, aber andererseits entscheidet der Staat, was die Frau mit dem Körper macht, was natürlich Quatsch ist, ne? Dass die Frau vor allem ja natürlich Mama sein soll und deswegen darf die Frau nichts Schweres machen, was nicht geht natürlich, ne? Weil wir Frauen, wir können ja selbst entscheiden, was wir mit unserem Körper machen und zum Beispiel, aber es geht nicht nur um so ganz schwere Berufe wie, weiß nicht, jemand, der in der Gießerei arbeitet, es geht auch, also zum Beispiel durften Frauen nicht U-Bahn-Fahrerinnen sein bis dahin. Oder jemand, also Taucherin auch. Und ich weiß, es gibt jetzt tatsächlich eine Taucherin, ja. Sie ist jetzt da, sie wollte unbedingt Leute retten aus dem Wasser, hat sie jetzt eine Ausbildung gemacht und ihre Schwester will jetzt auch noch Taucherin werden. Genau, ganz wichtig, im Juni 2022 hat die Ukraine endlich mal die Istanbul-Konvention, also gegen Gewalt an Frauen, verabschiedet, obwohl das Land sich im Krieg befindet, aber trotzdem gehen die Veränderungen weiter. Und ich habe so mir ein bisschen angeschaut, welche Initiativen es gab. Jetzt, also Fraueninitiativen sind gerade sehr aktiv. Also Frauen, wir hören natürlich ganz viel über Frauen als Opfer in diesem Krieg. Also Frauen, die sexuelle Übergriffe erleben oder Frauen, die natürlich also am meisten auch Leid jetzt erfahren und den größten Teil der BIN-Geflüchteten darstellen und auch der Geflüchteten zu uns. Aber es gibt sehr viele starke Fraueninitiativen, die Akteurinnen eben sind. Zum Beispiel, es gibt in Lviv Zhinotche Perspektive. Sie machen ein ganz schönes Projekt
Und da können wir auch von hier aus an dem Projekt uns beteiligen, falls wir wollen. Also sie lassen da Frauen ihre eigenen Geschichten erzählen. Das heißt Frau für Frau. Diese Frau erzählt ihre Geschichte. Also wer ist sie und was macht sie und was mit ihr passiert? Also zum Beispiel, sie wurde aus der Wohnung rausgeworfen oder noch etwas. Und wa warum sie Unterstützung braucht und welche. Und diese kleinen Geschichten werden auf Ukrainisch und Englisch übersetzt, also veröffentlicht. Und dann gibt es einen Aufruf, hey, wer möchte dieser Frau helfen? Und man spendet dann. Und andere Frauen in der Ukraine, die können spenden. Und das, ich finde das ein sehr schönes Projekt, weil das auch, also es geht nicht darum, dass irgendwo so ein riesiges, riesige Förderung irgendwo ist, sondern dass man direkt einander Kraft weitergibt. Dann gibt es Vona, ein Verband für drogenabhängigen Frauen, die auch für ihre Rechte kämpfen. Es gibt die NGO Fight for Right, die für Frauen mit Behinderungen kämpfen. Inside, die LGBTIQ Community unterstützt und zum Beispiel Shelters bietet oder Transpersonen berät. Chaika, das ist eine Initiative, die Kleinunternehmerinnen unterstützt. Positive Nijinki, also positive Frauen, die HIV-positive Frauen unterstützt. Your Femme, Juristinnen, also von Frauenverband, die Frauen beraten und viele, viele andere. Ich habe hier nur ein paar aufgeführt. Und zuletzt gab es viele wichtige Kampagnen, wo sich Feministinnen auch beteiligt haben. Ich sehe jetzt gerade, ich rede jetzt ganz schön lange, aber trotzdem noch ein bisschen. Also zum Beispiel Sit Like a Girl. Das war jetzt, nachdem es in der Zeitschrift Vogue ein Porträt von Frau Zelenska abgebildet war, wo sie dann so sitzt. Und manche haben sich so aufgeregt, wie kann nur eine Frau so sitzen? Und dann hat die halbe Ukraine sich auch so fotografiert, ich sitze, wie ich will. So, und aber auch Feministinnen beteiligen sich auch an der Kampagne Arm Ukraine Now, zum Beispiel Alexandra Matwitschuk, die jetzt Friedensnobelpreis bekommen hat für die Arbeit des Center for Civil Liberties, oder Tamara Zlobina, die ein Genderportal führt. Und da wollte ich tatsächlich ein Zitat von dieser Tamara Zlobina vorlesen, was sie zu den Aufrufen seitens ihren deutschen, spanischen, italienischen ja, Kolleginnen, keine Waffen in die Ukraine zu liefern, sagt. Keiner dieser Schwestern ist beim Verfassen dieser Aufrufe zum Gedanken gekommen, die Meinung der ukrainischen Feministinnen einzuholen. Sie alle, Verfasserinnen dieser Briefe, kommen aus Ländern, die früher Imperien waren, die eine längere koloniale Geschichte haben. Und Kriege, über die sie philosophieren, sind die, die ihre Länder auf dem Territorium anderer Länder führten. Oder die, die in ganz anderen Kontexten als ihres geschehen sind, in denen sie sich sehr schlecht auskennen. In keinem der Länder, wo sich dieser antimilitaristische Diskurs letzte 30, 40 Jahre entfaltete, gab es Krieg in den letzten 70 Jahren. Keiner dieser feministischen Professorinnen oder Intellektuellen hat eine Lebensbedrohung durch eine Okkupation erlebt. Sie haben vollkommen den Phänomen der Befreiungskriege verschlafen. Das ist eine konzeptuelle Blindheit. Wie Feministin sage ich, Arm Ukraine now. So. Ja, und noch zwei Beispiele von Frauen, was auch der Krieg mit Frauen macht. Hier ist Diana Berg, eine Aktivistin aus Mariupol. Sie ist in Donetsk geboren und studierte dort auch, hat sich dort 2014 angefangen zu engagieren und musste fliehen wegen der Okkupation nach Mariupol. Sie eröffnete dort dieses Kulturzentrum Plattform 2. Und das wurde eins der wichtigsten Zentren tatsächlich. Ich höre das hier nochmal. Das ist jetzt hier ein Bild davon. Für die Diskussion um Ökologiebewegung, für Diskussionen über LGBTIQ-Rechte, für die Diskussion einfach Menschenrechtsdiskussionen. Sie haben sehr, sehr viel gemacht und waren sehr bekannt. Sie haben die Konzerte gemacht und mit Jugendlichen gesprochen und so weiter und so fort. Sie mussten fliehen und jetzt lebt sie in Lviv und hilft weiterhin den Menschen in Mariupol tatsächlich von dort. Also sie sammeln Gelder und ihr Mann versucht reinzufahren und Menschen aus Mariupol rauszubringen.
Und das letzte Beispiel für heute ist Irina Lissowa. Wir starteten in Berlin mit Hanna Konechna und enden jetzt auch in Berlin. Irina kommt aus, also sie lebte länger in Kiew, war dort als Aktivistin aktiv und hat zusammen mit ihren Kolleginnen einen Verlag Creative Women Publishing gegründet, sowie einen Treffpunkt Creative Women Space. Das war ein sehr wichtiger Verlag für uns alle. Ich habe hier ein Buch mitgebracht tatsächlich. Also ich glaube, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gesagt, so, das Buch muss jeder lesen. Also jede Frau. Das Buch heißt Worüber schweigt sie? Und da sind Geschichten von Frauen, für Frauen eben, Kurzgeschichten, worüber wir alle schweigen. Ja, und das ist jetzt, während sie in Berlin ist, im Exil, hat sie noch geschafft, zwei weitere Bücher herauszugeben. Ist auch Wahnsinn, ne? Auch jetzt ist es das Buch, Worüber schweigt er? Aber also das ist jetzt, ich kenne kein anderes Beispiel als wie dieses Buch hier. Es geht um Angst, um was werden Leute sagen, um was kann eigentlich eine Frau, um Mütter sein, um Körper spüren, ja, Feminismus und Misogynie und über die Selbstsuche. Ja, also es ist auf Ukrainisch, deswegen, ich werde das jetzt nicht rumgeben, aber genau. Ja, Irina lebt jetzt in Berlin, wo sie auch, das finde ich auch sehr faszinierend, weiterhin tätig ist, aktiv ist. Sie hat zwei weitere Bücher herausgegeben. Und obwohl ihre Druckerei, wo sie das sonst drucken, in Kharkiv ist und zerbombt war. Und demnächst gibt es auch eine Vorstellung von diesem Verlag in der Bar Space Medusa am 16., glaube ich, Februar. Ja, das sind die hier Frauenbiografien gewesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, gerne fragen. Sie sehen, Frauen in der Ukraine sind nicht nur Opfer, sie sind vor allem Akteurinnen und Kämpferinnen, nehmen ihr Leben selbst in die Hand.